Yo YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich stelle euch heute wieder eins meiner Favorite Loadouts vor, und zwar die Tech 56 zusammen mit der MP7, also der Vel 46. Das Loadout spiele ich momentan super, super gerne auf Ashika Island, weil die Kombination einfach wirklich insane ist. Unbedingt ausprobieren. Die Tech 56 hat ein geiles Iron Sight, gutes Movement, schnellen Reload Speed und sie macht ultra viel Damage und beamt ganz, ganz krass. Wirklich super geile Waffe. Und die MP7 sowieso mit der PDSW finde ich momentan das beste Movement und einfach geil overall die Waffe. Also gerne ausprobieren, die Loadouts seht ihr jetzt on screen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es ausprobiert habt und wie ihr es gefunden habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, lasst gerne ein Like und Kommentar für den Algorithmus da. Lasst versuchen, heute wieder die 200 Likes zu knacken, würde mich irrsinnig freuen. Und gerne noch ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bin täglich ab 13 Uhr auf Twitch live, gerne vorbeischauen, wichtig. Gott, war das komisch. Das war so ein Versteckenspiel. Chillen. Quatschkopf. Okay, leider machst du nichts, ja. Easy Dark Viper, danke, dass du da warst. Und ich wünsche dir einen angenehmen Arbeitstag, ja. Hast du rein. Hat es 46 Kills? Ja, ich hatte 46 Kills in einer Ashika Island Runde. Das ist heute als YouTube-Video live gekommen. Also falls ihr es noch nicht abgecheckt habt, gerne Ausrufezeichen YouTube-Chat. Und euch das neueste Video anschauen. Da seht ihr 46 fucking Kills in einer Runde. Komplett krank geworden. Also wirklich absolut absurd. Nein, Bro. Was spielst du hier? Solo, oder? Ja, Solo Ashika Island. Schon die Nuke, er spielt 9-mal. Ja, same Lukas. Nur noch Hyping-Lobbys, keine Lobbys finden, nee, sowas um den Dreh, habe ich auch Angst. Weil ich denke, heute werden sehr viele Leute zu Warzone zurückkehren. Deswegen mal schauen, ob die Lobbys es aushalten. Ja, natürlich ein bisschen unlucky, wenn nicht. Nuke auch schon in Season 2 gepackt? Tatsächlich nicht, nein. In Season 2 habe ich es einmal, glaube ich, versucht. Einmal die Duo-Nuke versucht, wir hatten die 5 Wins. Und die Nuke ist halt wirklich um einiges schwieriger geworden, ja. Also da kann man sagen, was man will, die ist halt wirklich um einiges schwieriger geworden. Kuss Gurkenwasser. Ich bin traurig tatsächlich. Also ich bin wirklich traurig und gebrochen. Krasser Scheiß. Wow, wie habe ich das verloren? Level 15, wie verliere ich das? Was? XMR, danke dir für 600 Bits, wirklich crazy Support. Dankeschön XMR, ganz viel lieber. Dankeschön. Werde ich sehr zu schätzen, danke dir.
Mein Gott, Alter, die UAVs, das wird so gottlos, Chat. Was? No. Okay, was höre ich hier? Upsi. Chill mal, nee, das muss hart, das muss. Wir sind Dominanz jetzt auch mal beweisen, weißt du, so ein Ding nämlich. Kurz mal zeigen, wer hier der Papa ist. In-game. Die Wurfmesser wollen halt nicht, nein, meine Wurfmesser sind halt echt shit. Nein, die killen sich gegenseitig. Jetzt ist die 14er nicht mehr drin. Ah, es ist Pain und er hat eine Feuershotgun. Muss ein Keyboard-Zocker gleich mal folgen. Wichtig, genauso Ramot. Legende, welcome. Let's go. Kracher. Also da hat's ja so gescheppert mit der MP7. Let's go. Tech MP7, 39 Kills. Ist aufgeschrieben. Let's go. Bleibt das schicker? Natürlich. Kannst du die Aufsätze zeigen? Ausrufezeichen Waffen. Da hast du alles. 39 Kills. Let's go, Chat.